Wer sich in sozialen Netzwerken wie Instagram aufhält, sieht immer häufiger Pronomen in Klammern hinter den Namen stehen. Die geläufigsten sind she, her, he, him oder they, them. Es gibt aber noch ganz viele andere. Dadurch sollen falsche und damit unpassende Geschlechtszuweisungen bei Trans- oder Non-Binary-Personen vermieden werden. Denn nur ein er oder sie kann für einige Menschen eine Einschränkung darstellen, die ihrer eigenen Lebenswirklichkeit und ihrer Identität nicht gerecht wird. Und man kann eben auch nicht vom Profilbild oder Benutzernamen ableiten, welche Pronomen die richtigen für die Personen sind, mit denen sie angesprochen werden möchten. Wenn jedoch nur Trans- und Non-Binary-Personen ihre Pronomen in ihre Bio schreiben, können diese natürlich viel leichter ausfindig gemacht werden. Und das könnte zu Hate und anderen Problemen führen. Deshalb schreiben auch immer mehr Cis-Personen, also Menschen, deren Geschlecht mit dem bei der Geburt zugewiesenen übereinstimmt, ihr Pronomen in ihre Bio. Dadurch schaffen sie Solidarität und Normalität in einem Umfeld, in dem sich alle Geschlechter akzeptiert fühlen.